Vor allem Ludus Instrumentalis, was mich hier auch sehr beeindruckt, ist nicht nur die Bandbreite der verschiedenen Instrumente und die originäre Literatur, sondern auch die Nuancierungen im Zusammenspiel mit mir zusammen. Und dabei geht ja oftmals auch der instrumentale Part des Begleitens hinaus und ein oder mehrere Solostimmen treten in Dialog mit dem Gesang und kommentieren ihn, ergänzen ihn. Und das führt zu ganz, ganz tollen Ergebnissen, auch in der Interpretation. Und diese Flexibilität, dieser Freiraum, diese Musikalität, finde ich, kommt viel mehr zum Vorschein, als wenn man jetzt mit einem größeren Ensemble zusammenwirkt. Also man kann sowohl in der Dynamik als auch im Tempo viel mehr ausprobieren, experimentieren. Wenn man genau weiß, dass das Ensemble vorzugsweise aus Solisten besteht, aber die auch zusammen, also Kammermusik machen können. Und ich weiß, dass ein Augenkontakt oder eine kleine Geste von mir sofort sich auswirkt auf das Ensemble und das Ensemble mit mir mitgeht. Das heißt, die Reaktionszeit ist bei einem kleinen, erlesenen Ensemble wesentlich kürzer als bei einem großen Ensemble. Und das macht sehr viel Spielraum auch. Und ich finde zum Beispiel, wir haben jetzt auch ein paar Stücke erarbeitet. Eins davon war von Vivaldi, die wunderschöne Aria Sento in Seno. Da geht es um die Tränen, um einen Tränenregen. Und da gibt es auch die obligate Mandoline. Und wie dann auch hier so diese kleinen Tränen, also diese wie Regentropfen so runterplätschern. Und jeder auf sich dann auch achtet und diese Interaktion auch im Ensemble, im Zusammenspiel mit dem Sänger, finde ich ganz faszinierend. Ich glaube auch, dass man das auch raushören muss. Also nicht nur dieses Weinen, sondern auch diese Verletzlichkeit. Und das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut ausdrücken. Und wir könnten es ja mal ausprobieren, wie sich das anhört.
Dadurch, dass jeder solistisch besetzt ist, entstehen ganz andere Interpretationsmöglichkeiten. Und wenn ich jetzt mich quasi in diesen Halbkreis bewege und spüre ich auch alle Instrumente um mich herum. Man hört wirklich jede Stimme einzeln heraus. Und man weiß auch ganz genau, man kann auch ganz gezielt dann auch, indem man jemanden anspricht, sagen, da könnte man vielleicht so und so, da könnte man ein bisschen dynamisch was verändern. Und das alleine macht einen riesigen Unterschied aus. Hier im Beta geht es eher um die Sehnsucht nach der Geliebten. Und das wird zum Ausdruck gebracht, indem sich auch so ein bisschen der Affekt verändert, etwas aktiver nach vorne geht. Und im Gegensatz zum Ata, wo es eher um das Andachtsvolle geht, um die Kontemplation, ist da eher so eine Art mehr diese Sehnsucht zu spüren. Und ich glaube, das kann man auch von euch auch besser interpretieren, indem ihr so ein bisschen nach vorne geht. Okay, probieren. Das könnt ihr gerne mal probieren, ja. Schon sagt, mai render mi poikuela, ach, bring mir doch bitte meine ersehnte Liebe wieder zurück, meine schöne Göttin. Und das ist etwas, dieses Sehnsuchtsvolle fehlt mir so ein bisschen. Okay. Mehr Ausdruck. Ja. Okay. Manche Arien, auch hier, die wir jetzt zusammen gemacht haben, sind auch ursprünglich auch für Bläser auch geschrieben worden, dass man dann auch vielleicht eine obligate Oboe hat oder vielleicht dann einen Fagott hat, auch als Continuo-Part zusätzlich. Aber ich denke mal, dass wir das hier mit diesen 6 Musikern hier, was wir jetzt auch erarbeitet haben, das Programm, dass wir das wunderbar umsetzen können. Zumal auch manche Musiker ja auch mehrere Instrumente dann auch spielen können, also sprich alterierend. Zum Beispiel jetzt die Lautenistin auch Mandoline spielt oder manchmal vielleicht der Geiger eine Viola d'Amore auspackt und dann auch den obligaten Part so spielt oder eventuell der Cellist dann auch seine Gambe auspackt und dann auch dann spielt. Das meine ich auch mit Flexibilität auch im Ensemble, dass jeder mehrere Instrumente gleichzeitig beherrscht und das schafft einen sehr, sehr großen Spielraum.